Okay, weiter geht's. Das ist eine Kapsel. Das ist Ausrüstung, das wissen wir schon. Gehen wir noch speichern. Gleich kommt sowieso der Bossfight. Und wir haben alle Schätze. Und los geht's. Mit dem Bossfight. Was machen wir eigentlich, wenn wir erst mal die Welt beherrschen? Was wohl schön. Dann machen wir uns bei den Frauen beliebt. Hehehe. Ja, kleine Wichser. König Pilaf. natürlich spenden wir eine Menge Geld an notleidende Kinder. Ist ja klar. Das erscheint mir aber nicht sehr böse. Ruhe jetzt, eines nach dem anderen. Erstmal erobern wir die Welt. Seid ihr bereit? Jawohl. Gut, dann kommt der Spruch. Ihr, die haben einfach Tischtennisschläger, Casino-Spiele und Hanteln. Langhanteln. Wir sind hier, um uns die Dragon Ball zurückzuholen. Ihr dummen Narren, ich werde euch Stück für Stück auseinanderreißen. Transformation. Ach, die Musik ist immer so geil. So machen wir das mal. Ach, die Musik ist wieder so langsam, ich weiß nicht wieso. Und ich habe das Problem gelöst, vergesst einfach, was ich gesagt habe, dass man die Kämpfe sehen kann. Ich habe das geschafft, den Part wieder hinzurichten. 3000 ist schon abgezogen. Und 4500 schon abgezogen. Ich greife jetzt einfach mal normal an, dass ich mit deren ganzen Spezialattacken gleich angreifen kann. Piccolo, Mann. Ja, heile dich. Das heißt, dass er gleich stirbt. Zorn. Ich hab da eine Idee. Okay, was war seins? Böser Anschlag, Sprint und Wolf Hurricane. Hypersprint. Okay, jetzt geht's los. Verprügelt zu schnell. Okay, da heilt sich wieder. Das heißt, dass er bald sterben wird. Masenko und Kamehameha. Ach. Komm, schnell töten. Lichtgranate. Wenn ich das erledigt habe, kommt sowieso der letzte Bossfight. Masenko! Und so. Was habe ich euch gesagt? Schneller Bossfight. 3 Minuten hat es gedauert. Eisenreste, okay. Jetzt habt ihr euch in den Arsch geknüpft. Sieht aus, als wäre es damit mit ihm. Okay. 1, 2, 3. Okay, wir haben alle 7. Didindin. Bringen wir sie zu Muten Roshi. Und was mit den Kerlen hier? In Ordnung. Und was machen wir mit den Kerlen? Haha. Wir lassen sie hier zurück. Und wir haben gesehen, wie böse sie wirklich sind. Das nennt der Böse? Stimmt schon eigentlich, das kann man echt nicht als böse bezeichnen. Hey, ihr habt es geschafft. Das sind alle, oder? Ja, jetzt haben wir alles beisammen, wenn wir Son Goku zurückwünschen. Nehmen wir das Training wieder auf. Wir haben wertvolle Zeit verloren und es gibt noch viel zu tun. Richtig. Nimmst du Son Goku mit? Sicher, ihr könntet ihm nichts als Training nicht das Training bieten, das er braucht, um seine volle Kraft zu entfalten. Natürlich hängt es von ihm ab. Richtig.
Ich gehe mit dir trainieren, Piccolo. Gut so. Ich habe dich nicht umsonst trainiert hier. So viel dazu. Dann sollten wir nicht länger faul rumstehen. Gehen wir, Son Gohan. Okay. Okay. Bye bye. Es ist noch Muten Roshi, der jedes Mal grinst. Und was werdet ihr tun? Freundinnen suchen. Wir stecken auch alle mitten im Training. Wir kehren in Gottes Versteck zurück und machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich will noch zu Pilafs Versteck. Vielleicht finde ich noch da was. Na gut, wir zählen auf euch. Also in den letzten Raum. Das wissen wir. Bestimmt finde ich da irgendwelche Set-Memos. Sollen wir wetten? Kapitel 10. Halte durch, Son Gohan. Piccolos hartes Training. Und das nennst du hart? Ich kenne was Schlimmeres. Die schwachen Freunde deines Vaters haben unser Training aufgehalten. Oh, bist du jetzt beleidigt? Mach dich bereit, denn ab heute werden wir richtig kämpfen. Okay. Also gut, folge mir. Wir gehen nach Südosten zu den Nemuria-Ruinen. Südosten? Okay. Die Nemuria-Ruinen? Gibt es da ein Problem, Son Gohan? Ach nichts. Die Nemuria-Ruinen. Da hat mich der Roboter vor einem halben Jahr gerettet, als ich mich verlaufen hatte. Dann wurde er begraben. Ob es ihm gut geht? Ach ja, wer Dragon Ball Z geguckt hat, weiß man das ja noch. Hey, was nuschelst du denn da? Jetzt wird trainiert. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Mr. Piccolo. Ja, Mr. Piccolo. Soweit kann ich diese Wand hier zerstören. Und soweit kann er sowas. Das wusste ich nicht, dass er sowas kann. Okay. Wieder diese Behindertenmusik. Augenbinden knöcheln, das weiß jeder schon, was das ist. Große Bunde. Ach, was willst du jetzt von der Ecke? Schwachmaten-Heinis. Oh. Müsste ich hier hin? Verdammt! Die Nemuria-Ruinen sind direkt voraus. Voraus. Genau, finde das Teufelsarmband, das sich tief in den Ruinen versteckt habe. Es finden allein? Musst du dich aufführen wie ein ängstliches Kleinkind? Es wäre doch kein Training, wenn ich deine Hand halte, oder? Aber okay. Ich finde das Teufelsarmband und bringe es her. Ja, ist klar. Wieso muss er jetzt alleine rumlaufen, Mann? Oh, scheiß Piccolo, fick dich. Oh. Okay, ich hol mir erstmal die... Wie ich davor gesagt habe, die ganzen Kämpfe werden rausgeschnitten. Gegnermagnet, Magnet. Erhöht Chance auf Begegnung mit seltenen Gegnern. Das ist nur dafür, wenn man alle Monster fangen will, würde ich mal sagen. Gottes Urteil. Nur Gott kann über dich richten. Gottes Urteil, den. Gottes Urteil. Okay, Gottes Urteil. Da oben kann ich ja noch nicht, wie ihr wisst. Neue Gegnersorte, Leute. Ach du heilige Scheiße. Er fickt ja alle Gegner hier. Bring den Auma um hier, danke. Da kann ich noch nicht durch. Du musst hier extra hier hoch. Und was erwartet mich denn hier? Hallöchen, hier ist Son Gohan.
Es geht. Oh, Scheiße. Wow, wow. 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 Treffe ich jetzt meinen alten Freund wieder? Yeah. Hier sind wir in den Nemora-Ruinen oder wie? Teufelsarmband. Oh, das tat weh. Wow, die Nemora-Ruinen. Hier bin ich wohl ein halben Jahr vor Piccolos Training weggerannt. Ungefähr hier fing ich an zu weinen. Hoffentlich geht es dem Roboter gut, der mich gerettet hat. Jeder, der Dragon Ball Z kennt, weiß, von wem er redet. Ihr solltet mit Piccolos Training anfangen. Er sagte, dass das Teufelarmband tief in den Ruinen versteckt ist. Eine Schatztruhe sehe ich. Ich hoffe mal, da sind keine starken Gegner. Ich hoffe mal. Max Bohne. Okay. Ich hoffe mal, der stirbt jetzt. Ja, der stirbt. Okay, hier könnte ich richtig brutal trainieren. Was soll ich das machen? Masenko! Jetzt seine Zornanzeige auch voll. Ich glaube, jetzt in den nächsten verstärke ich mal die ganzen Angriffe. Riesenrakete. Ach, ich habe eine Idee. Ich will mal die ganzen Items benutzen, die wir bisher haben. Hä, wo sind die? EP-Schub. Und Masenko. Damit kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Hey. Yay, mehr Erfahrungspunkte. Okay, ich werde an die Truhe daran kommen. Ja, dann muss ich extra hier hoch. Und ich kann auch nach rechts, oder? Um mir die schöne Betrachtung anzusehen. Also um das hier schön anzusehen. Schon mal die Truhe hier. Okay, ich werde ja geistlicht. Geistlich, geistlich, geistlich bin ich. Niemals. Wenn ich geistlich bin, dann ist die Hölle, dann... Dann segnet mal die Erde für mich. Okay, da es war gut, dass ich da hingegangen bin. Komfortarmband hatte ich schon mal. Okay, jetzt muss ich den anderen. Also jetzt muss ich den anderen Weg gehen. Gut, dass ich hier erst gegangen bin. Damit ich das hier machen kann. Er hat gleich sein Level up. Sag ich ja. Und zu viel Geld. Einfach zu viel Geld für einen kleinen Jungen. Alles wie Lutscher und Bonbons ausgeben bestimmt. Ne? Ne, Son Gohan? Ne? Jetzt den Weg da hoch. Es läuft ja alles flüssig bei mir. Also sollte es auch sein, nachdem ich so viel trainiert. Okay. Ey, da ist mein Freund, der Roboter. Den will ich mal gleich besuchen gehen. Ich hoffe, ich muss nicht gegen ihn kämpfen. Ach du Scheiße, die sterben alle mit einem Schlag von mir. Sagt dein Freund Hallo, der ist da vorne. Überall Sackgassen. Wo kann er nur sein?
There is your friend. Hey Roboter, geht es dir gut? Ich bin's, Son Gohan. Hilf ihn da mal raus, er ist verschüttet. Was, deine Batterie fehlt ja? Richtig erkannt. Wer seine Batterie hätte, wenn er seine Batterie hätte, könnte ich mit ihm reden. Und was ist wohl die Aufgabe? Vielleicht liegt in den Ruinen irgendwo eine Batterie rum. Ja, ist klar, eine alte Ruine hat mal Batterien so für dich. Ja, ist klar, Son Gohan. Glaub noch an den Weihnachtsmann. Ja, glaub noch. Ja, eine Ruinen sind einfach Batterien für dich, ja. Aldi hat ja gelassen. Das war ein uraltes Aldi für dich. Ja, ja. Große Bohne. Wie komme ich auf die andere Seite? Ah, so. Ich dachte mir schon, dass man irgendwie da durchgehen könnte.